Ja, der Berg in der Mitte, da drauf kann man so einen kleinen Punkt sehen, das ist der Rossberg. Und von dem Rossbergturm aus hat man einen herrlichen Blick, bei schönem Wetter sogar bis zu den Schweizer Alpen. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid und begrüße euch recht herzlich. Und ich bin heute in Gönningen und ich möchte heute über die Gönninger Seen hoch zum Rossberg. Ich hoffe, dass der Rossbergturm offen hat. Das wollte ich eigentlich recherchieren, habe es jetzt aber irgendwie verpennt. Jedenfalls laufen wir da mal hoch. Ich gehe trotzdem davon aus, dass der auf hat. Und dann gucken wir mal, ob wir heute überhaupt eine Fernsicht haben. Ich bezweifle das. Heute Morgen, als ich losgefahren bin bei mir zu Hause, da war die strahlend blauer Himmel, keine Wolke am Himmel, und auf dem Weg hierher hat es immer mehr zugezogen. Trocken bleiben sollte es eigentlich, aber ansonsten weiß ich jetzt auch nicht. Schauen wir mal, wie sich alles entwickelt. Ich bin genauso gespannt wie ihr. So, jetzt sind wir ein bisschen außerhalb von Gönningen und das ist die Wiesatz, nennt sich das, der Bach. Und der kommt, so wie es aussieht, oben von die Gönninger Seen runter. Das heißt, wir müssen quasi in diese Richtung jetzt nach oben. Die Strecke, wo ich heute laufe, von Gönningen über die Gönninger Seen hoch zum Rossberg und wieder zurück, die Strecke hat ungefähr so 11 Kilometer, ein bisschen über 11 Kilometer. Höhenmeter habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, werdet ihr aber nachher noch sehen. Und die habe ich eigentlich schon lange auf dem Schirm und das Wetter war heute relativ okay. Da habe ich gedacht, heute gehen wir das Teil mal an und dann gucken wir halt mal, wie sich das alles entwickelt. Dann kann ich es auf jeden Fall, die Strecke, weil ich, wie gesagt, die habe ich schon lange auf dem Schirm, dann kann ich die endlich mal von meiner Bucketlist streichen und dann ist das Thema erledigt. Weil ich habe noch so viele andere Strecken im Kopf, die ich laufen möchte, und man muss das immer systematisch abarbeiten irgendwie. Ja, Kalktufflandschaft, Wiesatztal. Die Wiesatz muss wandern. Also es wurde hier früher in der Vergangenheit, wenn genau, kann ich jetzt nicht sagen, aber da wurde dieses Kalktuff abgebaut und Gönningen ist dafür bekannt für diese Steine. Das Rathaus von dort ist auch komplett mit dem Stein gebaut worden. Und Gönningen ist aber jetzt nicht nur für dieses Kalktuff-Gestein bekannt, sondern auch für Blumensamen. Da waren Blumensamenhändler, die sind nach ganz Europa ausgeschwärmt und haben ihre Blumensamen verkauft. Aber ich denke, dazu werden wir heute wahrscheinlich auch noch kommen zu dem Thema. Die Gönninger Seen übrigens, die sind auch entstanden, weil dort dieser Kalktuff abgebaut wurde. Das sind eigentlich keine natürlichen Seen, sondern das war früher mal so mehr oder weniger Steinbrüche. Ja, ich habe gerade noch mal geschaut, also es sind ungefähr so 330 Höhenmeter. Und so knapp 3,5 Stunden, wo die Wanderung dauern sollte. Ja, das ist eigentlich gerade der Stand der Dinge. Ich habe gerade noch mal kurz nachgeschaut, also mehr gibt es dazu gerade nicht zu sagen. Nochmal zum Start, also ich bin gestartet in Gönningen. Eigentlich wollte ich zwischen Rathaus und oder beim Rathaus Kirche, da soll ein Parkplatz sein, war aber alles irgendwie überfüllt wegen der Tulpenblüte. Ich hoffe, da kommen wir heute noch vorbei. Jedenfalls war dort kein Parken möglich in ganz Gönningen. Ich bin dann in Gönningen, wenn man Richtung Genkingen fährt, ist in der Ortschaft, kommt der Fotogessler, der ist sehr, sehr bekannt bei Foto. Freunden. Und da ist gegenüber ein öffentlicher Parkplatz, da war jede Menge, da war noch fast alles frei. Da bin ich dann hoch oder habe dann das Fahrzeug hingestellt,
Von dort aus bin ich jetzt hoch zu den Gönninger Seen. Es gibt aber auch hier direkt an den Gönninger Seen noch jede Menge freie Parkplätze. Da fährt man einfach weiter Richtung Genkingen aus dem Ort raus und irgendwann geht es mal rechts rein in den Parkplatz. Also hier gibt es auch noch jede Menge Parkplätze. Von hier kann man also die Strecke auch starten. Die lassen sich hier gut gehen. Die stört es nicht, dass wir hier in der Nähe vorbeilaufen. So, jetzt sind wir also an den Gönninger Seen und so sieht es hier aus. Und so sieht es jetzt hier aus. Und das ist nur ein See von mehreren. Die sind so etagenförmig angeordnet. Ich glaube, das Schild hängt auch schon ein paar Jahre dran. Das ist schon so richtig in den Baum reingewachsen. Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch so einen kleinen Tümpel. Der liegt jetzt direkt neben dem See, den ich euch gerade gezeigt habe. Und hier kann man diesen Stein noch mal genauer sehen. Und hier sind Schlitze in den Stein. Ich vermute mal, dass sie da schon angefangen haben früher mal. Die wollten wahrscheinlich diese Steine auch noch rausmachen. Aber es hat dann warum auch immer nicht funktioniert oder geklappt. Oder vielleicht haben sie auch den Betrieb eingestellt. Ich weiß es nicht. Ja, und hier ist so eine Tafel, Kalktufflandschaft, Wiesatztal. Und da kann man auch noch sehen, wie das hier früher, was das für ein Steinbruch hier war und wie das abgebaut wurde. Und es ist hier alles auch nochmal ausführlich erklärt. Sehr informativ. Ja, das Wasser, ich habe gerade eben mal reingefasst, das ist zwar glasklar, aber saukalt natürlich. Ja, und hier kann man das nochmal sehen, wie das aussieht. Ja, und hier haben wir so einen kleinen Wasserfall. Wie gesagt, die Seen sind in verschiedenen Höhen, beziehungsweise der Bach kommt von oben, vom Genkingen oben runter. Und hier haben wir, wie gesagt, dann so einen kleinen Wasserfall. Ja, und so sieht es also oben aus vor dem Wasserfall. Das ist doch kein See, das ist hier so ein ganz normaler Bachverlauf.
und so sieht dieser stillgelegte Steinbruch heute aus. Also das ist natürlich jetzt alles von der Natur wieder teilweise zurückerobert, aber das ist auch gut so. Mittlerweile ist es ein Naherholungsgebiet für Spaziergänger, Wanderer wie mich zum Beispiel und alle, die hier ein bisschen, teilweise auch, kann man ja auch baden unten an dem Gönninger See. Ja, ein bisschen Klettereigenschaften sollte man auch mitbringen, damit man hier hochkommt. Wobei das jetzt, glaube ich, noch nicht mal der offizielle Weg ist. Das ist jetzt eine Abkürzung. Ich hätte sonst jede Menge oder mehrere hundert Meter wieder zurücklaufen müssen. Dazu habe ich natürlich keine Lust gehabt. Ich kenne den Weg hier. Ich war schon mal mit meiner Schwester hier. Und deswegen kenne ich diese Abkürzung. Und so bin ich jetzt auch wieder oben auf dem Weg, wo ich eigentlich hin muss. Ja, von oben sieht das Ganze also dann so aus. Ich stehe jetzt oben auf dem Steinbruch. Und wie man vielleicht rechts erkennen kann, da sind auch noch hinter die Bäume, da sieht man überall, wie sie dort den Stein abgesägt haben. Ja, man kann jetzt hier auch noch zur Wiesatzquelle, aber das liegt jetzt glaube ich eher nicht so auf meinem Weg. Also wie ich gerade gelernt habe, auf dieser Infotafel, beziehungsweise es waren ja mehrere, hat man diesen Stein tatsächlich dazu verwendet, um Fachwerk auszumauern, beziehungsweise für Haussockel. Und das Ganze waren teilweise so Bauernsteinbrüche, haben die hier geschrieben. Wahrscheinlich sind die von Bauern betrieben worden, gehe ich mal stark davon aus. Und der Stein ist so weich, den kann man also mit einer Säge oder mit der Axt auch bearbeiten und insofern war das eigentlich relativ gut zu bewältigen, das Ganze und den Stein abzubauen. Das sind solche geschotterte Wege, aber das ist ganz gut, weil die Erde hier ist überall nass, weil es geregnet hat und insofern sieht man nicht so arg schmutzig aus, insofern ganz gut so. So, das ist jetzt also der Rossberg. Wir sind hier oben auf so einem Hochplateau mit Wiesen und ringsherum Wald. Und hier gehen verschiedene Wege hoch, oder beziehungsweise jetzt geht hier noch ein Wanderweg rüber. Und dann nachher kann man dann die Straße hochlaufen, voll zum Rossberg. Tja, und die Natur beginnt zu blühen, also sieht wunderschön aus. Ja, hier hat es also sehr viele große, weite Wiesen und jetzt hier in der Mitte gleich gibt es auch noch so Grillstellen. Ja, Wanderheim Rossberg, 700 Meter, allerdings bergauf. Ja, und so eine Himmels- oder Relaxliege, das gibt es hier natürlich auch. Und was man da sehen kann, wenn man hier liegt, das kann ich euch auch zeigen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber so hinter die Bäume kommt so allmählich der Rossbergturm hervor. Das Ganze war jetzt auch relativ anstrengend von Gönningen oder von den Gönninger Seen hoch. Das war schon mega anstrengend, aber es ist ganz gut gelaufen. Ich glaube, da sind konditionell andere Menschen unterwegs, weil ich habe mehrfach
Leute beim Wandern den Berg hoch überholt. Also ich glaube, meine Kondition ist doch gar nicht so schlecht. So, jetzt bin ich oben auf dem Rossbergturm und jetzt könnt ihr mal sehen, was man von hier oben alles so entdecken kann. Das ist jetzt mal der Blick Richtung Schwäbische Alb und hier rechts, das ist dann teilweise ja, Mössingen und die ganze Ortschaften drumherum, wo hier rechts liegen. Ja, hier vorne kann man Gönningen ganz gut erkennen. Hinter dem Berg die vielen Häuser, wo man da sehen kann, das ist dann Reutlingen. Ganz in der Ferne kann man noch das Riesenrad erkennen vom Traumland bei der Bärenhöhle. So, und so sieht der Rossberg aus der Nähe aus. Und da ist auch ein Restaurant drin, eine Jugendherberge. Da kann man also auch sehr gut essen. Das habe ich ja gerade gemacht, das habt ihr gerade gesehen. Wer möchte, kann natürlich auch hier im Sommer draußen hinsitzen. Jetzt heute ist es ein bisschen frisch, da wäre es jetzt kontraproduktiv. Deswegen sitzen wir eigentlich alle drin. Drin ist krammeltoll. Ja, und von dem Denkmal aus hat man also auch nochmal einen wunderschönen Blick über die Gegend. So, mein Wanderweg geht jetzt über so einen Trampelpfad, vermutlich relativ steil runter. Ich habe das also beim Höhenprofil schon gesehen, dass es da relativ steil runter geht. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt wieder im Video erkennen kann, das ist manchmal recht schwierig. Da sieht es manchmal alles easy aus. Da sieht es wesentlich einfacher aus wie in Wirklichkeit. Aber es geht. Auf jeden Fall ist schon mal nicht matschig, sondern es sind Steine. Das ist gut. Na, von da oben komme ich runter. Und jetzt geht es hier weiter. Da kann man also quasi auch eine Turnübung machen, dass man da irgendwie den Weg bewältigen kann. Naja, irgendwie werden wir da schon durchkommen. Schauen wir mal. Gerade eben sage ich es eigentlich noch, ein schöner steiniger Weg, bei dem man Grip hat und schon ist es zu Ende. Schon geht es weiter mit so Naturböden, mit solchen erdigen Wanderwegen, solchen Trampelpfaden.
Also so viel noch zum Rossberg ist noch zu sagen. Also vom Essen her war es jetzt super. Die Preise waren ganz normal, nicht überhöht. Das kann man sich schon leisten. Und ja, was die Aussicht betrifft, bei schönem Wetter, das habe ich mal im anderen Video gesagt, da kann man ja bis zu die Schweizer Alpen kann man da gucken. Heute war allerdings die Fernsicht nicht so gut, dass man heute so weit gucken können. Also Schweizer Alpen war heute leider nichts drin. So, jetzt geht es wieder weiter über solche Trampelpfade. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt bis Gönningen über solche Wege laufen werden. Ich weiß es aber nicht, man wird sehen. Also solche Bergetappen, wenn man da ewig lang kilometerweisen Berg hochlaufen muss, ist natürlich immer schon anstrengend. Aber letztendlich muss man dann auch sagen, wenn man dann oben ist, ist man auch ein bisschen stolz. Man ist natürlich ein bisschen müde. Und, aber trotzdem ist man letztendlich stolz, wenn man dann die ganze Wanderung dann auch so gemacht hat. Und in dem Fall war es sowieso ein bisschen versöhnlich, weil es gab dann Schnitzel mit Pommes und Rahmsoße. Eine von meiner Lieblingsspeisen natürlich und eine Apfelschorle dazu. Ja, war super. Also es war so eine kleine Belohnung für die Strapazen. Aber ich habe mich heute über mich selber ein bisschen gewundert, wie ich den Berg hochgezogen bin. Offensichtlich ist meine Kondition gerade irgendwie ziemlich gut. Hat mich jetzt auch gewundert. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich war gestern noch im Schwarzwald unterwegs, in Bad Wildbad, bei der Grünhütte. Und da gab es auch ein paar Etappen, wo man hoch hat müssen. Und vielleicht kommt es auch daher, dass ich noch von gestern noch im Training bin. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall alles gut. Das lief heute wie geschmiert. Optimal, besser geht es gar nicht wie heute. Ja, jetzt sind wir wieder auf so einer Waldautobahn, auf so einem geschotterten Weg. Gott sei Dank, weil auf dem Trampelpfad, da ging es rechts steil runter und da bin ich einmal vom Weg abgekommen, da hat die Erde nachgegeben, bin ich ausgerutscht, konnte mir aber noch fangen, ist nichts passiert, Gott sei Dank. Aber trotzdem ist nicht so ganz ungefährlich, deswegen da sind mir natürlich solche Wege dann schon ein bisschen lieber, die sind breit, die sind gut befestigt und da hat man einen guten Halt, also kann eigentlich nichts passieren, aber diese schmalen Trampelpfade und wenn es dann rechts direkt steil runter geht, also ist nicht so ganz ungefährlich, da muss man schon ganz gut aufpassen. Da blüht es richtig schön auf der Wiese. Ja, hier unten liegt Gönningen und da ist wieder unser Zielpunkt. Da steht das Auto und jetzt sagen, jetzt laufen wir weiter und gucken, was noch kommt. Ja, offensichtlich gibt es hier einen Bogenschützenverein und da gibt es Schnuppertage. Datum könnt ihr hier ablesen. Ja, und so sieht es hier aus. Also hier kann man Bogenschießen lernen. Das ist hier wohl, denke ich mal, ein Verein und hinter den grauen Vierecken, da wird wohl die Zielscheibe im Normalfall sein und im Idealfall sollte der Pfeil auch dort landen, im schlimmsten Fall irgendwo in dem grünen Bereich. Ja, hier auf dem Friedhof in Gönningen, der ist sehr bekannt und da kommen auch ganz viele Leute immer hierher, weil man hier ganz gut die Tulpenblüte sehen kann. Auf fast allen Gräbern sind ganz viele Tulpen gepflanzt und das ist jetzt ungefähr so die Zeit, wo die alle blühen. Ich werde es euch aber nochmal zeigen, was es alles so zu sehen gibt. Ja, wie man jetzt hier ganz gut erkennen kann, sind wir eigentlich von der Jahreszeit noch ein bisschen zu früh da, weil eigentlich wäre so Anfang Mitte Mai besser, weil dann sind die alle draußen, diese Tulpen, und dann sieht es natürlich nochmal ein bisschen anders aus, aber teilweise kann man schon sehen, manche sind schon aufgegangen. Ja, das sind jetzt zwar keine Tulpen, sieht aber trotzdem sensationell aus, also Wahnsinn.
Das sieht doch wunderschön aus, das Ganze, oder? Narzissen zum Selberschneiden, Preis pro Blüte 50 Cent. Ich denke, wenn es dann soweit ist, noch ist es noch nicht soweit, dann kann man hier sich wirklich einen schönen Blumenstrauß selber zusammenstellen. Ja, und hier ist ein Wasserfall direkt in Gönningen. Jetzt bin ich echt platt, weil ich war hier schon öfter in Gönningen, aber dass hier ein Wasserfall ist, ist mir völlig neu. Aber gar nicht schlechtes Teil. Da habe ich schon deutlich schlechtere Wasserfälle gesehen. Ja, hier kann man es nur sehen. Die sind alle noch nicht ausgetrieben. Natürlich auch dieses kleine obligatorische Radler, dass wir nicht unterwegs auf der Heimreise verdursten. Und deswegen wünsche ich euch jetzt alles Gute und Prost. Ja, alles in allem muss ich sagen, war die Wanderung super, hat richtig Spaß gemacht. Hat man auch schöne Ausblicke gehabt. War auch ein bisschen anstrengend, die Berge hoch, aber das ist ja normal bei so Wanderungen. Und ich finde, das ist auch ein bisschen so das Salz in der Suppe. Da weiß man dann am Abend, was man geleistet hat. Und das Essen war auch super. Also von dem her hat eigentlich alles gepasst. Das Wetter, das war anfangs noch relativ gut. Und mit zunehmendem Spätnachmittag ist es immer schlechter geworden. Mittlerweile ist es schon richtig frisch geworden. Und Sonne sieht man überhaupt gar nichts mehr. Wir haben wirklich einen grau bedeckten Himmel. Aber was soll's, es ist trocken geblieben, das ist die Hauptsache. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.